meiner Community. Es ist mega cool, dass ihr heute hier seid. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Ich freue mich schon mega. Der liebe Christian Redl ist heute hier. Ja, hey, hallo. Christian, danke fürs Dasein. Sehr gern. Du, ich muss einfach ganz kurz sagen, wir haben uns jetzt schon 40 Minuten unterhalten und es war so ein krasses Gespräch. Ich könnte, glaube ich, stundenweise mit dir Podcast aufnehmen. Also jetzt sage ich mal ganz kurz, wer du bist. Ein paar Leute vielleicht kennen dich noch nicht. Einige vielleicht kennen dich schon, kann ich mir vorstellen. Also Christian ist 11-facher Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen. 11-fach, ja. Er ist Speaker, Mentaltrainer und Coach für Risikomanagement und auch noch Autor. Ich habe gesehen, du hast 2 Bücher geschrieben. Geil, eins heißt... Ja, mittlerweile sind schon 4, aber... Wer das ist nicht so wichtig, das sind nur Zahlen. Hier schon ein Wahnsinn. Also eins heißt auf jeden Fall Grenzbereiche meistern durch mentale Stärke. Ein anderes heißt richtig leben heißt entscheiden. Das hast du mit jemandem zusammengeschrieben, mit Tom Gschwendter habe ich gelesen. Und ich noch was dazu, dein Herzensprojekt oder ja, dein Herzensprojekt ist ein Ozeanprojekt, gell? Mit dem Namen 7 Oceans for the Love of the Oceans. Und dieses Projekt, glaube ich, und eigentlich alle anderen Themen, aber dieses Projekt vor allem hat uns 2 so richtig stark miteinander verbunden vom ersten Moment an. Servus, Christian. Ja, servus. Danke für die Vorstellung, war alles dabei, was wichtig ist. Aber ja, also durch das, dass ich mit 6 Jahren zum Schnorcheln begonnen habe, mit 10 Jahren zum Flaschentauchen, mit 16, 17 herum, habe ich dann angefangen mit dem Freitauchen, Apnoe-Tauchen auf einem sehr hohen Niveau. Und dann durch meine Weltrekorde habe ich das große Privileg gehabt, sehr viel zu reisen, sehr viel auf der Welt zu sehen und halt nicht immer nur das Positive leider. Und deswegen habe ich dann auch vor 3 Jahren beschlossen, ich möchte den Ozeanen, die mir so viel gegeben haben, wieder was zurückgegeben. Und deswegen habe ich dann eben dieses Projekt gestartet, das jetzt ein gemeinnütziger Verein ist, 7 Oceans. Weil ich halt gemerkt habe, in meiner Kindheit habe ich halt immer die Filme von Hans Hass und von Jacques Cousteau gesehen im Fernsehen und habe halt gemerkt, wie damals das Rote Meer zum Beispiel ausgeschaut hat, wie es in meiner Jugend ausgeschaut hat und es jetzt ausschaut. Ja. Und deswegen habe ich da halt gesehen, dass wir dringendst handeln müssen. Und das Problem ist leider Gottes, dass aber gerade die Ozeane so dermaßen nicht auf dem Radar sind, ob es jetzt Politik ist, Wirtschaft ist oder generell die Menschen sind, weil ja permanent gefragt, warum aus Österreich Ozeane zu schützen, ja, weil wir haben ja nicht mehr einen Zugang zum Meer. Ja, das kenne ich. Allererste Frage, wo man dann denkt, okay, das Ganze kann man eigentlich relativ einfach mit einem einzigen Satz beantworten. Jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer, stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Ich bin davon überzeugt, dass irgendwer irgendwas überlegt hat, warum 75% vom Planeten Wasser ist, Ozean ist und 75% besteht der Mensch aus Wasser. Also ich glaube, da gibt es halt einen Zusammenhang, den halt leider wahrscheinlich sehr, sehr viele nicht verstehen oder noch nicht verstehen. Und deswegen ist es ganz gut, da darüber zu sprechen und etwas zu tun. Mega, total. Aber du hast mit 3 Jahren schon angefangen, wann hast du angefangen zu schnorcheln? Mit 6 Jahren habe ich angefangen zu schnorcheln. Mega cool. Und das hat dich dann eigentlich dann auch wahrscheinlich in die Meere verlieben lassen, oder? Kann ich mir vorstellen? Ja, genau. Also zuerst natürlich in den Seen in Österreich. Und da habe ich aber gemerkt, da gibt es eine eigene Welt. Da kann man was entdecken, da kann man was erforschen. Da ist es still, da ist es ruhig. Also mir hat das total fasziniert. Ja. Und dann habe ich angefangen zum Flaschentauchen. Und dann habe ich aber gesehen im Rausch der Tiefe, The Big Blue. Und habe dann also mit 16, 17 habe ich das gesehen. Und dann habe ich gedacht, hey, da gibt es einen Sport, das ist cool, der Jean Reno. Für mich eine der besten Rollen, die er jemals gespielt hat. Ja. Obwohl er mir erzählt hat, er hat den Film gehasst. Das hat mich dann ein bisschen wieder am Boden der Realität zurückgeholt. Ja, ja. Ich wollte ihn unbedingt treffen, weil ich quasi seit 16 Jahren mittlerweile Profisportler bin, professioneller Luftanhalter, wie man sagt. Ja, genau. Ich wollte unbedingt ihn einmal treffen und ihm sagen, vielen, vielen Dank, weil ich für mich das perfekte Leben dank ihm. Und dann habe ich ihm das erzählt und er hat erzählt, er hat den Film gehasst, weil er hasst Wasser. Super, das wird jetzt eigentlich nicht wissen. Aber es ist egal. Ja. Aber ja, so war das damals. Ja. Und, aber das, was man halt sagen muss, ist, dass man halt sieht,
wie schnell es in die negative Richtung gehen kann mit den Ozeanen. Das ist wirklich unglaublich. Also ich fahre seit meinem 16. Lebensjahr so ziemlich jedes Jahr ans Rote Meer zum Tauchen und habe halt gesehen, wie das immer mehr abgebaut hat, ja, durch verschiedenste Einflüsse. Ja. Was aber jetzt dann wieder das Positive ist, durch die ganzen Krisen, die man da erlebt hat, gerade am Roten Meer in Ägypten, hat man das wirklich quasi live miterleben können. Zuerst die politischen Unruhen, wo man halt dann weniger Touristen gekommen sind, dann auch durch die Pandemie weniger Touristen. Und das Erfreuliche ist tatsächlich, dass sie die Meere, wenn man sie lässt, relativ schnell und gut erholen. Also das ist wirklich ein unglaubliches Phänomen, was ich da erlebt habe. Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn wir dem Ozean keine Ruhe geben, dann wird es halt irgendwann einmal vorbei sein. Ja, also irgendwann haben wir mal den Schritt erreicht, wo es leer gefischt ist, ja, wo es zerstört ist und dann ist es unwiderruflich. Ja, aber dann haben wir eh generell andere Probleme aus, wie gesagt, als Menschheit, weil wenn der Ozean einmal tot ist und 50% weniger Sauerstoff, ich kann halt 7 Minuten lang Luft anhalten, also ich habe mich da schon drauf vorbereitet. 7 Minuten, das wollte ich nicht auch sagen. 7 Minuten kannst du Luft anhalten. Ich kann 7 Minuten lang Luft anhalten. Ich kann ungefähr 150 Meter weit tauchen im Bad und ich kann an die 100 Meter in die Tiefe tauchen und wieder zurück. Das ist krass. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich großer Unterschied sein. Ich habe ein bisschen Abtauchen, ein bisschen Erfahrung, aber wirklich diese minimale touristische Erfahrung. Ja, ich bin zwar Taucherin und habe Dive Master Ausbildung gemacht, aber ich habe jetzt nicht diese Erfahrung ab nur tauchen, überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du an der Oberfläche bist oder wenn du in die Tiefe gehst, ist ein Riesenunterschied, wie lange du die Luft anhalten kannst, ob du dich bewegst oder nicht. Das macht das definitiv. Das ist definitiv. Also wenn jemand sagt, er kann so und so lange die Luft anhalten, dann ist das halt immer ohne Bewegung an der Oberfläche. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn du länger Luft anhalten kannst, kannst du natürlich auch länger unter Wasser in Bewegung sein. Okay. Mhm. Und der Unterschied vom Gerätetauchen zum Freitauchen, Apnoe-Tauchen ist einfach der, dass durch dieses Luftanhalten bist du tatsächlich Fisch unter Fischen. Mhm. Und das realisieren auch die Lebewesen. Ja. Weil beim Gerätetauchen, Flaschentauchen machst du immer die Luftblasen, das ist laut, das ist irgendwie so ein bisschen ein Fremdkörper, sag ich einmal. Schrecken da eher. Aber wenn du jetzt quasi einfach die Luft anhältst und runter gehst, ja, kommen die Fische einfach viel, viel näher. Ja, also, wie gesagt, ist einer von ihnen irgendwie, ne? Genau, also erstens einmal von der Bewegung her ist es alles viel eleganter und anders. Und das Zweite ist natürlich diese Ruhe, die man selber hat, ja, weil je ruhiger du bist, desto länger kannst du die Luft anhalten. Ja. Das heißt, je hektischer du bist, desto schneller wird der Sauerstoff einfach verbraucht und desto kürzer werden die Tauchgänge dadurch. Ja. Wenn du jetzt aber total relaxed bleibst, ja, dann wird halt der Sauerstoff langsamer verbraucht. Ja. Also ich habe ja messbar gemacht, dass zum Beispiel auch witzig positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Krass. Und das beeinflusst dann halt schon jetzt nicht nur das Level beim Freitauchen, sondern glaube generell hat das einen gewissen Einfluss aufs Leben. Ja. Und ich habe halt schon relativ früh damit begonnen. Hm. Deswegen wollte ich dich auch diese Mentalkurse und so. Genau. Ja. Ich wollte dich gemerkt habe, das ist alles im Kopf oben. Ja, ja, diese mentale Stärke und die Disziplin auch für längere Zeit, die Luft anzuhalten, also ohne die Luft auszukommen, die man ja fürs Überleben braucht, das braucht mentale Stärke. Bist du da einfach durchs Abtauchen, also einfach war es sicher nicht, aber bist du durchs Abtauchen in diese mentale Stärke reingewachsen und hat das dann einen Shift sozusagen gegeben? Ja, ja. Also ich habe ja nie eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht oder sonst irgendwas. Ich kenne halt einige und die sagen halt immer, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Und da muss ich aber sagen, das hat mir halt der Sport gegeben, ja, weil ich halt angefangen habe, das einfach aus Begeisterung zu tun und nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Das heißt, ich bin auch das eine oder andere Mal bewusstlos geworden und gescheitert. Und das sind halt aber alles jetzt keine Niederlagen für mich, sondern es sind einfach Learnings auf dem Weg für den nächsten Weltrekord, um es dort wieder besser zu machen. Und ich habe dann auch noch nebenbei in den letzten 20 Jahren über 10.000 Schüler ausgebildet. Ja. Und das ist natürlich der Wahnsinn, ja, wenn du 10.000 Leute ausbildest, dann siehst du einmal, wie das bei den anderen funktioniert. Das geht hauptsächlich über die Shark Academy, ja? Genau, genau. Da musst du mir auch noch ein bisschen was erzählen. Mhm.
Ich habe eine eigene Tauchschule, wo man das eben lernen kann. Und mache das aber, habe das weltweit gemacht und es ist immer dasselbe. Also die Schüler kommen, lernen die Luft anzuhalten. Und ich mache das halt immer so, da gibt es einen Test, bevor ich unterrichte. Und ich garantiere innerhalb von einer Stunde, dass jeder seine Zeit unter Wasser verdoppeln kann. Ich habe den ersten Kurs vom Apnoe-Tauchen mal gemacht. Das war so 2 Tage und ich habe manchmal Probleme mit meinen, ich kriege Krämpfe, mit bestimmten Flossen kriege ich Krämpfe. Also diese langen Flossen, da tue ich mir schwer. Dann habe ich einfach ohne Flossen probiert, bin ohne Flossen runter und war dann auf 20 Metern unten. Das war für mich Wahnsinn. Und ich habe mir echt gedacht, wie habe ich das hingekriegt? Durch 2 Tage. Und ich habe am Anfang gerade, 5 Meter habe ich geschafft, wenn es viel war. Und hatte da schon ein bisschen so kleine Panik. Und dann habe ich, ich muss wieder rauf. Und nach 2 Tagen intensiven Atemtraining war ich auf 20 Metern unten. Und das ist schon krass, was der Körper eigentlich leisten kann, wenn wir auch die mentale Stärke mit reinnehmen und die mit, ich glaube, es hat ja ganz viel damit zu tun, ob ich meinem Körper oder ob ich den Kleinen da oben drin zulasse, mir zu sagen, nein, du musst drauf, das geht nicht, du musst Luft holen und so weiter, oder ob ich das irgendwie mir die Ruhe hole in mir drinnen, die Ruhe aufbaue und sage, nein, es ist alles gut. Genau, und das ist eben das, wie gesagt, je entspannter du bist, je ruhiger du bist, desto langsamer wird der Sauerstoff einfach verbraucht und desto länger werden die Tauchgänge. Und das, was halt ich gemerkt habe, ist, dass das jetzt nicht nur bei mir funktioniert, sondern wie gesagt, bei 10.000 Schülern hat es genauso funktioniert. Und dann haben wir halt versucht, das Ganze zu überlegen, wie hat das dann einen Einfluss quasi auf unser generelles Leben. Ja, ich kann ja das quasi auch anwenden, diese Learnings quasi, jetzt nicht nur beim Tauchen, sondern halt auch im Beruf, im Hobbysport oder wo auch immer oder auch jetzt im Umweltschutz, weil es ist ja immer dasselbe. Ja? Und das, was halt für mich das Hilfreiche war, dass ich das selber erlebt habe und messbar gemacht habe. Mhm. Weil das Problem ist natürlich, wenn du jetzt jemandem erzählst, positive Gedanken verbrauchen weniger Sauerstoff für negative Gedanken, dann wird es Menschen geben, ja, wahrscheinlich sehr viele, die sagen, ja, das ist also esoterisch und das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Ja. Mhm. Das Coole ist aber, 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Und was noch dazu kommt, ja, ich kann auch mich nicht selber betrügen. Ja, das heißt, wenn ich ins Wasser gehe und ich halte die Luft an und ich merke das auch bei meinen Trainingspartnern, der hält das erste Mal die Luft an und ich weiß sofort, wie denn sein ganzer Tag verlaufen ist. Mhm. Weil wenn es ein positiver Tag war, dann ist er ruhig, dann ist er entspannt, dann kann er länger die Luft anhalten, als wenn es jetzt ein stressiger Tag war, irgendwas Negatives war. Und dann werden halt die Zeiten kürzer. Das heißt, es ist sofort sichtbar, wie es jemandem geht, der braucht nur die Luft anhalten. Das ist echt witzig. Ja, und wenn man das halt einmal erlebt hat, dann kann man da sehr viel draus an Informationen gewinnen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass das Freitauchen, das Apnoe-Tauchen einer der mentalsten Sportarten der Welt ist. Das kann Weil gerade beim Zeittauchen, da muss ich ja nur die Luft anhalten. Ja, da bewege ich mich nicht. Also das heißt, es ist völlig egal, ob du jung, alt bist, männlich, weiblich, sportlich, nicht sportlich, das ist völlig egal. Ja, also einer meiner besten Schüler ist ein Amerikaner, der in Singapur lebt, der Gregory Burns, mittlerweile ein lieber Freund von mir. Der ist Künstler und sitzt im Rollstuhl. Der hat mit 1 Jahr Kinderlähmung bekommen. Okay. Und der ist aber mental sensationell drauf. Der muss man sich vorstellen, Kinderlähmung, und der ist gegangen zum Mount Everest Base Camp, ja, mit Krücken. Krass. Der hat ein halbes Jahr lang die Welt umsegelt. Also wirklich ein sensationell mental starker Typ, und wir haben uns auf den Malediven kennengelernt. Ich habe dort Kurse gegeben. Er war dort als Künstler und er hat mich halt tauchen gesehen. Er war mit der Flasche tauchen und ich war halt ohne. Und wie wir dann fertig waren, sagt er zu mir, er will das auch unbedingt erleben. Und sagt, du, schwierig, ohne Beine, ohne Flossen geht es nicht, aber wir können einmal ins Pool gehen, die Luft anhalten. Ne? Und der hat dann tatsächlich beim Testtauchgang, also vorher und nachher nie wieder erlebt, 3:16 die Luft angehalten. Ja? Und ich habe gesagt, okay, pass auf, also das zu verdoppeln scheint mir fast unmöglich. Ja? aber wir werden trotzdem einmal probieren, was geht. Ja? Und ich habe aber bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass er 3-mal bei den Olympischen Spielen war, im Schwimmen, also Paralympics Schwimmen, und er war 3-mal am Stockerl. Also er hat 3-mal bei Olympischen Spielen mitgemacht und immer Medaille geholt. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
Und ich habe dann halt gezeigt, wie man richtig atmet, wie man sich im Wasser entspannt, wie man eben versucht, positive Gedanken zu machen. Also ich kann ja nicht nur die Atmung beeinflussen, sondern ich kann ja auch meine Gedanken beeinflussen. Ich kann nicht denken, was ich denken möchte in dem Sinn. Mhm. Und dann hat er 3 Tauchgänge gemacht und das macht jeder meiner Schüler. Und der erste war auf über 4 Minuten, der zweite war auf über 5 Minuten und der dritte war 6 Minuten 46. Damit hat auch er die Zeit verdoppelt. Naja, also das wäre zwar nicht für Möglichkeiten, aber und da sieht man aber auch halt wieder, was alles im Kopf möglich ist. Ja. Und ja. Glaubst du, dass jeder Mensch, wahrscheinlich tut es jedem Menschen gut, sich mit dem Thema zu befassen, das mal zu probieren, aber glaubst du, dass es auch jeder Mensch kann oder könnte? Ja. Wie man sieht, gibt es keinerlei Einschränkungen. Ja. Man muss es nur wollen. Ja. Also ich habe auch teilweise Schüler, die quasi irgendwann einmal vielleicht als Kind ertrunken sind oder irgendeine negative Erfahrung mit dem Wasser gehabt hat und deswegen hat ein bisschen so Respekt vor dem Wasser hat. Ja. Diese Angst kann er relativ leicht nehmen durch das Luftanhalten, weil dann einfach auch das Selbstvertrauen natürlich massiv steigt. Ja. Weil wenn ich weiß, ich kann jetzt 2 Minuten lang die Luft anhalten, dann brauche ich ja quasi keine Angst mehr zu haben, wenn jetzt ein paar Sekunden untergetaucht werde oder so. Ja, also das gibt einfach Selbstvertrauen im Element Wasser, aber natürlich auch aus Persönlichkeit, weil von diesen 10.000 Schülern hat es noch nie ein einziger geglaubt, dass er das wirklich schafft, die Zeit zu verdoppeln. Mhm. Weil der hält ja die Luft an, denkt ja schon. Dann taucht er auf, weil er glaubt, eine Sekunde länger und ich muss sterben. Und jetzt kommt dann ich her und sage, okay, passt, in einer Stunde wirst du doppelt so lange die Luft anhalten. Also wenn du jetzt wurscht, was immer du machst, dann 2 Minuten, ja, du wirst danach immer das Doppelte schaffen. Das hat noch nie einer geglaubt und jeder hat es aber geschafft. Wahnsinn. Also das ist ja das Krasse, dass ich jetzt nicht sage, von diesen 10.000 Schülern haben sie jetzt 1.000 verdoppelt, dein, sondern das waren definitiv 9.900 irgendwas. Ja, also es schafft fast wirklich jeder. Die einzigen, die halt nicht verdoppeln, ja, gibt es ja keine Einschränkung. Wenn jemand schon normalerweise bei 2 oder mehr Minuten ist, dann wird es halt schwierig, um ihn verdoppeln, weil der muss ja dann schon 4 Minuten oder mehr machen. Mhm. Und da wird es dann eher eng. Aber jeder, auch du, jeder, der das jetzt hört, kann 4 Minuten lang die Luft anhalten. Das Problem, warum es nicht funktioniert, ist der Kopf. Der Körper kann es. Das ist so oft im Leben, dass der Kopf uns im Weg ist. Mit so vielen Dingen. Ich glaube, das kommen wir mal jetzt auf das Thema Meeresschutz und Umweltschutz. Weil du bist ja ein ganz starker Meeresschützer auch. Du setzt dich hauptsächlich auch ganz stark für Haie ein, aber allgemein. Ja. Ich glaube, das hat eine Parallele, eine ziemlich große. Wir glauben manchmal, ich alleine kann ja eh nichts ändern. Oder so Gedanken wie, du kannst da ja eh nichts machen, das ist halt so und das war immer schon so und so weiter. Unser Kopf hält uns davon ab, wirklich diese Welt zu schützen, weil wir uns Sachen einreden, die nichts mit der Realität zu tun haben oder einreden lassen, oder? Ganz genau. Also ich merke es ja immer selber, ja, wenn ich meine Vorträge auch halte, ja, dann sagen immer die Leute, naja, was kann ich jetzt ändern? Ja. Und ich bin ja auch Banker und Zahlenmensch, ja, und deswegen ist für mich halt immer alles mit Zahlen ganz wichtig und deswegen halt auch beim Luftanhalten mit den 60 Sekunden. Mhm. Und wenn wir jetzt 100 Menschen hernehmen, ja, und wir haben jetzt dann 3 Hardcore-Aktivisten, ja, also ohne dass ich das jetzt negativ behaften möchte oder negativ herstellen möchte, ja, die sind natürlich extrem wichtig, ja, aber das sind eben nur 3, ja, 3%, 97% der Menschen denken sich immer, ich kann eh nichts tun und ich will jetzt auch nicht auf alles verzichten in meinem Leben, ja, weil ich mir jetzt was aufgebaut und ich will halt gern reisen und ich will halt gern einen gewissen Status mir erhalten, ja. Was ja legitim ist, aber dann sage ich trotzdem, wenn 97% ja, hergehen und nur anfangen, Kleinigkeiten zu ändern, ja, und sei das jetzt nur den Wasserhahn beim Zähneputzen abdrehen oder beim Rasieren, sei es nur, versucht das Plastik, soweit es geht, zu vermeiden und nimmt halt Flaschen, ja, dann sind diese 97 aber in der Summe mehr als wie die 3. Ja. Und das ist das, glaube ich, wo wir alle ansetzen müssen, ja, damit die Leute verstehen, dass wenn viele Leute Kleinigkeiten tun, es in Summe mehr gibt, als wenn immer nur diese Hardcore-Leute das tun. Ja. Und deswegen glaube ich schon, ist es wichtig, dass man halt diesen
einzelnen Personen Möglichkeiten aufzeigt, ja, dass es eigentlich relativ einfach ist, genau, im Alltag Dinge zu implementieren, damit die automatisiert werden, ja, wo man wirklich extrem viel Einfluss nehmen kann auf die Umwelt. Das ist einmal das eine. Ja. Und das andere ist, ja, dass wir natürlich, wie du es richtig gesagt hast, da alles im Kopf ist. Ja. Wir glauben immer, wir müssen, wenn wir den Welt retten müssen, müssen wir unser komplettes Leben ändern. Ja, das ist ja alles nur im Kopf. Ja. Oft reichen ja sehr viele Kleinigkeiten. Und wenn ich jetzt dann 10 Kleinigkeiten zusammentue, dann ist ja das auch wieder ein großer Impact. Ja. Und ich erlebe das halt zum Beispiel, weil mir das halt wirklich sehr am Herzen liegt mit dem Thema Haien. Ja. Ich hänge extrem gern mit Haien rum. Ja. Das sind wirklich super coole Jungs. Das sind weder gefährlich noch sonst irgendetwas. Ja. Wenn ich aber anschaue, was mit den Haien passiert, ja, weltweit, dass die einfach gefangen werden, dann werden die Flossen abgeschnitten und die werden dann lebendig wieder ins Wasser geschmissen, ja, und ertrinken dann, weil sie ja nicht mehr schwimmen können, ja. Nur um dann irgendwo Suppen daraus zu machen, ja. Die nicht einmal gut schmecken, weil eine Haiflosse ist im Prinzip nichts anderes wie Fingernägeln oder Haare, also das ist Knorpel, also das schmeckt ja nicht einmal das Zeug, das ist einfach nur ein Statussymbol. Und damit man aber jetzt eben mehr von dem Zeug verkaufen kann, schneidet man halt einfach die Flosse ab, ja, weil wenn ich jetzt natürlich den ganzen Hai fange und den quasi aufs Schiff lege und lagere, braucht es ja mehr Platz als wie nur die simple Flosse. Ja. Okay. Wenn man sich das überlegt, ja, und ich kenne da halt sehr viele Leute, die da halt auch immer sich sehr einsetzen, Haiforscher, die dann halt irgendwo bei Razzien in Südafrika dabei waren und dann hat es da halt tausende Haiflossen gegeben und dann gab es da einen Sack mit lauter Haiflossen, die nicht größer waren wie meine Handfläche, also das waren von Babyhaien, ja. Und dann ist dort gestanden auf dem Sack also ein Aufkleber mit unnützig. Ja. Wieso schneidet es dann ab, wenn es eh unnützig ist? Wahnsinn. Ja. Und das Problem ist aber jetzt wieder, ja, dass sie heute halt Menschen nicht wirklich für den Hai einsetzen. Jetzt sind wir wieder beim Mentalen. Warum? Weil wahrscheinlich 99% der Weltbevölkerung froh wäre, wenn die Haie aus dem Meer draußen sind, weil sie dann glauben, ich bin sicherer und werde nicht gefressen und habe mehr Spaß beim Schwimmen, Surfen, Tauchen oder was auch immer. Ja. Weil vergessen die Leute, dass ohne das Meer, das ist das Problem, also ohne die Haie im Meer, da habe ich Angst davor. Wenn kein Hai also im Meer ist, dann habe ich Angst. Das ist ja genau das Problem, weil wenn man jetzt weiterdenkt, ja, dann ist es ja so, der Hai steht in der Nahrungspyramide ganz oben. Das heißt, wenn du das oberste Glied entfernst, dann bricht ja die komplette Nahrungskette zusammen und das Meer ist tatsächlich leer. Ja. Es hat ja einen Grund, warum es die Haie seit 450 Millionen Jahren im Meer gibt. Genau. Es hat ja einen Grund, warum die Aussterbezeiten überlebt haben. Es gibt auch einen Grund, warum der weiße Hai über 20 Jahre alt werden muss, bevor er sich fortpflanzt. Ja? Und das nur alle 3 Jahre. Ja. Das ist der Top-Predator. Ja? Und der ist quasi, sag einmal, so der Bewacher der Ozeane, der Schützer der Ozeane. Ja? Darum vermehren sie die auch nicht so stark wie andere. Ja? Und jetzt ist aber das Problem, wenn wir die eben rausnehmen, ja, dann haben wir halt ein anderes Problem, weil dann quasi die Pyramide darunter sind halt dann die größeren Raubfische, wie Thunfische zum Beispiel. Mhm. Die haben dann keine natürlichen Feinde mehr. Die fressen jetzt die kleineren Fische zusammen, dann haben die nichts mehr, weil ja die Thunfische sich quasi vermehren. Ja, also kurzfristig hätten wir mehr Fisch zum Essen, aber so löscht sich quasi jede Nahrungskette selber aus. Ja. Und dann ist halt das Meer echt tot. Und dann haben wir halt natürlich andere Probleme. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich halt mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Und wenn man jetzt sich damit auseinandersetzt, dann kommt man ja auf gewisse Dinge drauf. Ja. Aber das braucht halt überlegt, wie viele Menschen ja, sterben durch Haie weltweit im Meer? Ja. 6, 8. Ja, genau. Mega dramatisch für die 6, 8. Keine Frage. Logisch. Wenn ich jetzt aber hergehe und das vergleiche zum Beispiel mit Nilpferden in Afrika, wo 400 Menschen sterben und die nur in Afrika sind, ist das ein Wahnsinn, weil der Hai ist das meistverbreitetste Raubtier mit über 60 Kilo auf unserem Planeten. Mhm. Egal, wo man ins Meer geht, es gibt überall Hai. Ob das in Grönland ist, völlig wurscht wo, überall gibt es die. Ja. Jetzt dann ist es statistisch gesehen nichts. Ja. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Lotto gewinne, viel, viel höher, also dass ich von einem Hai jetzt dann sterben muss. Ja. Trotzdem haben die Leute Angst,
vor Hain und vor dem, was wir Angst haben, schützen wir nicht. Und das ist genau das Problem. Ja, also ein Panda-Bär, der ist super putzig und lieb, ja, den schützt man eher aus, wie wenn ich jetzt dann so negatives Foto von einem Hai sehe mit aufgerissenen Maul, blutverschmierten Zähnen. Ja, also ich kann nur wirklich von mir selber sprechen. Ja, wenn man diese Fotos sieht, denkt man sich, boah, brutal gefährlich, irre. Ja. Und ich war dann selber einmal eine Woche mit einem weißen Hai tauchen. Ja. Ich habe kein einziges Foto, das genau so ausschaut, wie diese Fotos, die man heute halt jetzt, wenn man auf Google eingibt, der weiße Hai sieht. Kein einziges. Ja. Die sind weder in einem Blutrausch noch sonst irgendwas, das sind alles künstlich herbeigeführte Situationen, ja, genau. Wo der Hai dann halt in einen Fisch hineinbeißt, ja, der Fisch wird weggezogen, der Hai schließt ja Schutz seine Augen, ja, und dann beißt er halt quasi in die Luft, ja, und das sind dann diese sensationslüsternen Fotos, die dann entstehen. Ja. Und das kreiert dann diese Angst, wo die Leute... Das kreiert Angst. Würden die Haie das wirklich tun, ja, die meisten Unfälle passieren vor Florida, ja, mit kleinen Haien, die kommen auch nicht so in die Medien rein, aber dort ist statistisch gesehen am meisten. Ist aber auch leicht erklärbar, warum das passiert. Ja. Aber de facto ist es eben so, der Hai schwimmt dann nicht im Meer durch die Gegend, kommt dann auf einen Strand und sieht dann ein paar Menschen baden und denkt sich, ja, da schwimmt der Grieche, ein Italiener, ein Chinese, ein Japaner, heute stehe ich auf Chinesisch, zack, beiß, ja. Sondern das passiert ja nicht. Ja. Der Mensch steht ja nicht auf der Speisekarte von Hain. Ja. Genau. Wollt ihr ja gar nicht. Es ist ja das Gute daran, ja, weil würde das passieren, könnten wir weltweit nirgends mehr ins Meer gehen. Nirgends. Ja, weil wir ja sofort gefressen werden würden. Ja, weil für einen Hai ist es ja quasi die leichteste Beute, die er kriegen kann. Ja, weil wir haben im Meer... Also wir können ja nicht davon schwimmen oder sonst irgendetwas. Ja. Also... Wir hätten ja null Chancen gegen den Top-Räuber der Ozeane. Ja. Und so gesehen, wenn man sich diese Dinge aber jetzt überlegt, ja, wie lange gibt es Haie, wie lange gehen Menschen ins Meer, die letzten 50 Jahre, ja, wie viele Interaktionen jeden Tag gibt es von Menschen mit Meeren? Ja, ich gehe mal davon aus, das sind Milliarden, ja, weil der eine geht schwimmen, geht wieder raus, geht wieder rein. Also das sind ja alles dann Interaktionen im Meer, weltweit. Ja. Und dann passiert jährlich 6 bis 8 Tote. Und das aber auch nur, weil die eben nicht gefressen werden, sondern weil die sterben dann an den Sekundärwunden. Das heißt, wenn dann der größere Hai zubeißt, dann fehlt halt meistens ein Glied und dann verblutet man. Ja, super dramatisch, aber statistisch gesehen ist das vernachlässigbar. Werden mehr Menschen von Menschen gebissen, von Menschen verletzt, von Menschen umgebracht. Also ganz ehrlich, den Hai habe ich am wenigsten weit mehr Angst. Ja, oder wenn man jetzt überlegt, weiß ich nicht, Schlangen, völlig egal. Ja, also jedes Tier, glaube ich, kann man da jetzt aufzählen, Hunde, wurscht. Ja. Das Problem ist halt leider nur eines, ja, und da sind wir jetzt wieder beim Mentalen. Ein Nilpferd hat es noch nie geschafft, in Österreich, Deutschland oder irgendwo auf die Titelseite. Ja. Jeder Haiunfall, jeder, egal wo. Ja, jetzt erst vor kurzem wieder in Australien, schafft es weltweit auf die Titelseiten. Ja, und das kreiert dann diese Krankheit. Das ist das Problem. Ja. Genau da liegt das Problem, ja, dass irgendwo was passiert und es sofort wieder negativ genutzt wird für Medien. Ja. Und das ist eben das Problem, wo halt die Leute, halt diese Angst geschürt wird dadurch. Ja. Und begonnen ja, die Medien nehmen halt gerne solche. Live, Film. Ja. Ja. Die Medien nehmen halt gern solche Symbole her, die den Leuten auch Angst machen, weil dann wird es halt verkauft. Es verkauft sich einfach besser. Genau. Und das zeigt halt nicht nur auf, dass die Medien das nutzen, sondern es zeigt halt auch, wie wir Menschen ticken, oder? Wenn wir solche Dinge kaufen und vielmehr auf solche Dinge uns fokussieren, dann haben wir ja wieder dieses Thema mit der mentalen Stärke. Wo fokussieren wir uns drauf? Genau. Darauf, wo wir Angst haben. Es ist kein Wunder, dass wir teilweise krank werden von nichts raus auf einmal. Oder dass wir, ich meine, wir können uns ja alle möglichen Sachen einreden. Genau. Und wenn genau, wir das schon wissen, fest überzeugt, ja. Und wenn wir das schon wissen, können wir uns ja auch die guten Sachen einreden, oder? Das ist halt das Krasse, wo ich mir manchmal denke, wir wissen genau, dass wir das, was ich mir einrede, als Kind zum Beispiel, habe ich mir immer gedacht, habe ich mir immer gehofft und mich krank gewünscht, dass ich nicht in die Schule muss. Aber das kann ich eben krank machen. Und wenn wir wissen, dass das passieren kann. Funktioniert, kann ich bestätigen, habe ich auch gemacht. Es funktioniert, gell? Und wenn man das weiß, dann
macht es doch Sinn, dass wir uns Gedanken machen darüber und uns Zeit nehmen, dass wir uns gute Gedanken einreden, oder? Ich weiß, das wäre doch total logisch. Na, ganz genau. Das Problem ist halt leider, dass es schwieriger ist, sich dieses Positive hervorzuholen. Es ist viel leichter anscheinend, ja, für den Menschen, dass sie immer dieses Negative herholen und dann das abschwächen. Ja. Also, warum glaubst du das so? Von früher selber, die Leute stehen vorm Spiegel, ja, schauen da rein und denken sie, mein Job, macht keinen Spaß, die Kollegen, alles mühsam, aber er ist gut bezahlt, das passt schon. Mhm. Ja. Weil es noch immer leichter ist, innerhalb seiner Komfortzone zu bleiben, als wie die Komfortzone zu verlassen. Total. Das ist das Problem, weil ja, wenn ich die Komfortzone verlasse, dann muss ich ja in einen Bereich mich begeben, egal wo immer das ist jetzt ist, sei das im Sportlichen, im Beruf, im Privaten, es ist immer selber. Ja. Wenn du in deiner Komfortzone bist, weißt du ja, was du da hast. Ja. Ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist jetzt einmal im ersten Step egal, aber es ist dieses Gewohnte, ja, das vertraute Umgebung, ja, und man kann sich ja alles schönreden. Ja. Also kann man ja sogar alles Negative sogar noch schön reden und glaubt es dann auch noch selber. Ja? Weil dann hast du es sowieso schon verloren, weil dann hast du den Super-GAU. Ja? Ja. Wenn aber jetzt dann die Menschen hergehen würden, ja, und quasi einmal über ihre Komfortzone hinausschauen würden, ja, dann würde man eigentlich merken, das ist weder gefährlich noch sonst irgendetwas. Ja? Weil ich als Extremsportler sage ja nicht, dass ich Adrenalin-Junkie bin und die Gefahr liebe, sondern ich als Extremsportler sage eher, ich bin Risikomanager. Mhm. Ich begebe mich außerhalb meiner Komfortzone, aber das natürlich mit gewissen Überlegungen, was muss ich tun, damit ich jetzt dann bei meinen Tauchgängen nicht sterbe, sondern das Ganze überlebe und einfach an meine Grenzen gehe damit. Ja? Ja. Und das hat mir halt gezeigt, dass Wachstum, egal in welchem Bereich, das passiert immer erst außerhalb der Komfortzone. Und das, was aber dann passiert, ist, dass die Komfortzone einfach immer größer wird. Ja? Und das macht dann halt das Leben viel entspannter und viel besser und angenehmer, als wie wenn ich jetzt eine kleine Komfortzone habe, ja, und ich muss jetzt nur irgendwie einen Meter auf die Seite gehen und denke mir schon, Angst. Ja? Ja, ja. Und das ist aber das Problem. Ja? Dass halt sehr viele sich nicht überlegen, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ja? Ich kenne viele Leute, die sich selbstständig machen wollen, ja, und sich nicht trauen, weil sie sagen, naja, ich brauche dieses regelmäßige Einkommen für die Pension. Du bist 20, 25, 30 Jahre alt, was machst du dir jetzt schon Gedanken über die 35 Jahre in der Zukunft? Ganz genau. Ich denke mir immer, ich höre das so oft von den Leuten. Denken und leben, ja? Weil ich weiß ja nicht einmal, was morgen passiert. Ja. Genau, ich hab so ein tolles Beispiel, also nicht ein tolles, muss ich gerade sagen, gar nicht ein tolles, aber perfekt, passt hier so gut hin. Ich habe mit jemandem jetzt mal gesprochen, weil ich ja gerade ausziehe aus meiner Wohnung und in einen Van einziehe und eben meinen Film dann mache. Dann hat jemand zu mir gesagt, boah, cool, in 4 Jahren bin ich in Pension, ich wollte es immer schon machen, ich ziehe auch mal in einen Van, wenn ich dann in Pension bin. Und dann sagt er aber zugleich zu mir, aber weißt du, was das krass ist? 2 Freunde von mir wollten immer schon so eine Reise machen. Jetzt sind sie in Pension und jetzt sind sie beide krank geworden. Also wirklich mit Tumor, Krebs und allen möglichen Sachen. Die haben ihr Leben lang darauf gewartet, das zu tun, was sie tun wollten. Jetzt könnten sie es tun, weil sie ja in Pension sind. Sie haben darauf gewartet, bis sie in Pension sind, das zu tun, was sie tun wollen. Und jetzt geht's dann. Und da denke ich mir manchmal, das ist schon ein krasses Beispiel, das uns aufzeigt, hey, wann wollen wir denn leben? Wenn ich dann mal vielleicht irgendwann noch lebe, wenn ich dann in Pension bin. Das kann es doch auch nicht sein. Das Leben passiert doch ja, jetzt. Das kann es überhaupt nicht sein. Ja. Und das ist halt immer so das Problem. Aber warum? Ja, weil die Leute quasi Angst haben vor dem Unbekannten. Ja. Ja. Wenn ich mir jetzt aber eben diese Gedanken weiterspinnen würde und mir überlege, okay, bleiben wir jetzt nochmal beim Thema Startup. Was ist mein Risiko? Ja. Ich habe ja kein Risiko. Weil selbst wenn ich scheitern sollte, ja, gehe ich wieder zurück in meinen Job. Ja, aber ich habe es zumindest probiert. Ja. Und genau das war eben damals auch, wie 30 waren meine Überlegungen. Ja. Ich war damals halt Banker und Hobby-Freitaucher, habe neue Taucher, habe da schon mal meine Weltrekorde aufgestellt. Und ich habe aber seit ich 16, 17 war, immer diesen Traum gehabt, irgendwann möchte ich Jean Reno werden, ja, im Film, ja, und Profi-Luftanhalter werden. Ja. Und ich war dann 30, bin dann schweißgebadet aufgewacht und habe mir gedacht, ich muss mein Leben ändern und bin tatsächlich, das war von Samstag auf Sonntag, und bin dann am Montag zu meinem Chef gegangen, habe ihm meinen Schlüssel gegeben und habe gesagt, ich kündige. Und habe am nächsten Tag meine eigene Firma gegründet
ohne zu wissen, was wird die Firma tun, wie werde ich Geld verdienen oder irgendetwas. Ich habe nur gewusst, ich muss das endlich tun, sonst tue ich es nie. Und das war wirklich so eine sekunde Entscheidung. Ja. Und die haben wir dann halt selbstständig gemacht und alle Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, bist du des Wahnsinns, ein bezahlter Job, ja, meine Eltern, ja, was die, bleib in der Bank, bitte, du hast Haus gebaut, Kredit und, ja, keine Ahnung, wie sich das alles ausgehen soll. Ja. Da war kein einziger da, der gesagt hat, hey, geil, endlich, dass du es probiert hast. Das stimmt nicht ganz, eine einzige Person hat das unterstützt, das war der Felix Baumgartner, der war mein Mentor, ja. Aber sonst alle dagegen. Ja. Jetzt, 16 Jahre danach, ja, war das die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich lebe jeden Tag, wie ich ihn möchte. Ja, das ist eine unbezahlte Freiheit. Ja, wenn ich jetzt mit dir nicht reden wollen würde, würde ich nicht mit dir reden. Und das ist unbezahlbar. Ja, natürlich verdiene ich jetzt viel weniger wie früher. Ja, aber ich habe das Leben, was ich immer haben wollte und kann das tun, was ich möchte. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Und wenn man das auf einmal realisiert hat, ja, und ausprobiert hat, dann wird halt auch dieser Schritt quasi aus der Komfortzone definitiv belohnt. Ja, und das ist aber jetzt nicht nur quasi jetzt für mich, sondern das ist natürlich auch beim Ozean- oder Umweltschutz genau dasselbe. Ja, man muss nur mal den ersten Schritt tun, dann merkt man, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man oft glaubt. Ja, wie oft hat man sich Sorgen über Dinge im Leben gemacht, die dann nie passiert sind. Ganz genau. Das ist noch nie passiert. Ich bin mir sicher, dass das jeder, wenn man darüber nachdenkt, und da scheitern halt schon leider viele, ja, aber wenn man darüber nachdenkt, wie oft haben wir über Probleme nachgedacht, ja, und uns Sorgen gemacht, Tage, Wochen, Monate lang, und die sind dann nie eingetreten. Ja. Wahnsinn. Natürlich habe ich das auch. Ja, natürlich, wie die Pandemie aufgekommen ist. Ja, bin ich da gesessen im März 2000, ja, und wir haben den ersten Lockdown gehabt und innerhalb von 3 Stunden ja, habe ich meine ganzen Aufträge von Mitte März bis Ende Juni verloren, ja, und habe da wirklich viele, viele, viele 1.000 Euro verloren. Und natürlich bin ich dann auch geknickt und denke mir, oh mein Gott, wie soll es weitergehen? Ja? Nur die Frage ist, wie lange bleibe ich da drin hängen? Ja. Bei mir hat das genau gedauert, einen Tag. Am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, habe versucht zu überlegen, was sind jetzt Lösungen? Lösungsorientiert, ganz genau. Genau, das ist das Wichtigste. Das ist genau das Wichtigste. Das größte Learning, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe, und da verzweifle ich halt leider aktuell noch an Mitmenschen, ja. Weil ich eben vom problemorientierten Denken zum lösungsorientierten Denken geswitcht habe und das gelernt habe mit der Zeit. Ja. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das geht nicht, der akzeptiert das nicht, sondern ich muss sagen, okay, dann denk darüber nach, bis du eine Lösung gefunden hast, um das Problem zu lösen. Und das löst dann etwas aus im eigenen Kopf, ja, wo man dann halt anfängt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ja. Und das ist jetzt nicht nur alles so dahergesprochen, ja, sondern wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, ja, dann wird das eh automatisiert, dann wird auch diese Denkweise verinnerlicht, ja, dann geht das automatisch. Ja, ja. Und dann sieht man aber, dass das tatsächlich stimmt. Ja. Ja. Das, was du vorher gemeint hast, warum machen das die Menschen nicht? Weil sie eben leider nicht ehrlich zu sich selber sind. Ja. Die stehen vorm Spiegel und lügen sich an. Ja. Würdest du quasi ehrlich zu dir selber sein, dann hättest du schon quasi den ersten Schritt gemacht außerhalb deiner Komfortzone. Ja? Und dort erlebst du dann eben erst, was passiert. Wenn einmal, was ist das Risiko? Ich mache mir selbstständig, es funktioniert nicht. Okay, passt, nach 4 Jahren gehe ich wieder zurück in meinen Job. Ja? Also wir leben ja auch in Ländern, die ein mega soziales Netzwerk haben, ja? Die dich auffangen, wenn irgendwas schief geht. Ja. Ja, Gott sei Dank leben wir in solchen Ländern, muss man ewig dankbar dafür sein. Ja. Aber man muss sich immer überlegen, ja, was ist mein Risiko? Was ist mein effektives Risiko, ja, wenn ich jetzt Job wechsle? Ja. Es ist ja kein Risiko. Ja. Und wenn es kein Risiko ist, ja, wenn man sich das einmal überlegt hat, dann fällt ja auch die Angst weg. Ja. Also da verwende ich ganz immer ein nettes Sprichwort, ein Zitat. Ja. Die Angst ist etwas in der Zukunft. Die Gefahr ist real und jetzt. Und das ist, muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Angst ist etwas, was noch nicht real ist. Ja. Und alles, was nicht real ist, kann ich noch immer beeinflussen und ändern. Deswegen heißt es, wenn es eine Gefahr ist, ja, nämlich jetzt in der Sekunde Lebensgefahr, warum auch immer, dann muss er darauf reagieren. Ja, in der Sekunde. Und das ist ja halt dann Stress und so weiter. Ja. Deswegen heißt es auch Angst. Ist ja nur im Kopf. Gefahr ist nur im Kopf.
Angst vor heißt es ja immer, ne? Genau. Angst vor, das heißt, ich habe die davor. Genau. Boah, was passiert? Total. Du, Christian, erzähl noch ganz kurz, weil wir haben schon recht lange einen Podcast gemacht und das, zu lang wollen wir die Leute ja auch nicht aufhalten. Wir machen sicher noch einen zweiten, kann ich mir vorstellen. Erzähl noch mal ein bisschen was über dein Seven Ocean Projekt. Seven Oceans. Erzähl mal ein bisschen, worum geht's da? Was machst du da genau? Und, ja. Also die Idee ist relativ einfach erklärt in einem Satz. Und zwar möchte ich quasi das Sprachrohr der Ozeane sein und gleichzeitig eine Plattform für die Lösungen. Ja. Also ich habe mir ja sehr viele Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt und habe halt gemerkt, wenn du ein Problem hast, dann kann man das nur über emotionale Dinge transportieren. Ja. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, dass Filme sehr emotional sein können. Ja. Bewegtes Bild löst einiges aus bei Menschen. Ich glaube, mehr als wie Gesprochenes oder Geschriebenes. Und gerade diese Kombination ist das Spannende. Ja. Und um Emotionen zu transportieren, glaube ich, ist der Film was Wichtiges. Darum bin ich ja so happy über dein Filmprojekt, weil ich glaube, dass das wirklich was auslösen kann. Und jetzt war ich halt sehr oft im Kino oder auf Netflix und habe halt gewisse Filme angesehen. Ja. Und da ist mir halt eine Sache aufgefallen, ja. Entweder ist dieser Film nur positiv oder nur negativ. Genau. Es gibt nichts dazwischen. Also ich habe bis jetzt nichts gefunden. Ja. Entweder ist alles super, eitel Wonne, ja. Was eh auch wichtig ist, ja, um die Schönheit herzuzeigen. Oder es ist alles super dramatisch, wo du dir nach einem Kinofilm denkst, gibt es mal einen Revolver, er schießt mir, weil es ist jeweils zu spät. Genau. Aber beide Themen sind nicht real, es ist nicht nur das. Oder genau, genau, es ist nicht das eine real und das andere nicht real, ja, genau. Weil die Wahrheit liegt in der Mitte, Gott sei Dank, ja, weil es gibt ja noch immer Zeit und Hoffnung, etwas zu ändern. Ja, und das ist ja immer ganz wichtig, das Wort Hoffnung. Ja, also es ist ja noch nicht zu spät. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die größte Stärke der Menschheit, wenn man sich die Geschichte anschaut über die letzten tausenden Jahren, die Hoffnung. Ja, weil wir können immer alles, was negativ ist, auch wieder in eine gute Sache ändern. Also die Menschheit ist ja dazu in der Lage. Das Problem leider ist nur, es muss immer erst so dramatisch sein, dass man aufwacht. Ja, also ich würde mir halt einfach wünschen, man kommt vielleicht schon am Weg dorthin auf die Idee, hoppla, das ist der falsche Weg, wir müssen das korrigieren. Nein. Das ist halt leider das Problem der Menschheit, warum auch immer. Wir müssen immer warten, bis es nicht 5:12 ist, sondern tatsächlich 12 ist. Ja, und dann beginnt man es zu ändern. Ich denke, wenn wir das in die Welt verlieben, das ist das, was von mir aus gesehen eben genau das wieder bringt, ohne dass wir darauf warten müssen, dass es total am Arsch ist. Weil ich habe persönlich auch Erfahrungen gemacht, die mich schon ziemlich stark geprägt haben. Und in diesen Momenten bin ich auch am meisten gewachsen. Und ich habe bestimmte Dinge aber erst verändert, wenn es dann wirklich heftig war. Das habe ich auch gemacht. Ich kann es gar nicht wegschieben von mir. Das ist bei mir genauso gewesen. Und ich denke mir aber jedes Mal wieder, warum ist es so gewesen? Jetzt ist es zum Glück nimmer so. Weil jetzt liebe ich diese Welt. Das habe ich früher nicht gesehen. Ich habe die Liebe nicht gespürt. Jetzt habe ich mich in diese Welt verliebt, in die Unterwasserwelt, in die Tierwelt. Ich liebe diese Welt. Und das macht am meisten Sinn, das zu schützen, was du liebst. Genau. Da brauchst du nicht drauf warten, bis der Baum neben deinem Haus gefällt wurde, dass du den Baum schützt. Also, genau, das ist es. Das ist es. Aber das ist halt auch wie immer ein Prozess. Ja. Also ich glaube, keiner auf die Welt gekommen mit irgendeiner Angst oder so, ja, oder mit dem Wissen, ja, sondern das sind ja alles Erfahrungen, die man sammelt. Ja. Und wenn man da halt dann offen ist und sich das überlegt, ja, und analysiert und dann ehrlich zu sich selber ist und sagt, das war jetzt gut, das war jetzt weniger gut, dann lernt man daraus, ja, und dadurch wächst man ja. Das ist ja das Normalste. Ja. Und ich habe das auch mit der Zeit erst verstanden, dass man da auch aktiv werden muss, ja, und was tun muss. Ja. Und deswegen habe ich halt dann da das Projekt gestartet und ich bin jetzt auch kein Filmemacher oder sonst irgendetwas. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich in diese eine Schiene Film gehe und in die andere Schiene Filme gehe, was das mit mir selber macht. Und ich habe aber auch beobachtet, welcher Publikum da hineingeht. Ja, also welcher Publikum geht in den Film Alles ist super und welcher Publikum geht in den Film Alles ist schlecht und wir können uns gleich umbringen, ja, weil die Menschheit hat eh keine Chance mehr.
Und das Problem ist, dass die Leute, die in die negativen Filme gehen, die sind ja eh schon aktiv und wollen was verändern, ja, sonst würden sie ja da nicht hineingehen. Nur die Probleme sind ja die Leute, die quasi in dieser schönen Bubble unterwegs sind, die wissen ja gar nicht, dass es Probleme gibt. Mhm. Und meine Idee ist halt, einen Film zu kreieren, wo man eben beides sieht. Ja, das heißt, was passiert, wenn man tauchen geht, wo es geschützt ist und schön ist, und wo sind die 7 größten Probleme? Also darum nennt sie das Ganze auch 7 Oceans. Man lebt da quasi 7 Hauptprobleme definiert, ja, wie zum Beispiel Shark Finning, Überfischung, Geisternetze, Plastikmüll und. Und die will ich halt herzeigen. Und gleichzeitig, und das ist immer ganz wichtig, ja, Hoffnung geben und Beispiele zeigen, wie kann eine Lösung sein. Und es gibt für jedes Problem eine Lösung. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja. Und das habe ich auch gelernt auf meinen Reisen. Ja, kleines Beispiel, Plastik, das ist halt jetzt aktuell immer das größte Problem, weil das ist halt auch vor der Pandemie da ein Jahr lang durch die sozialen Medien rauf und runter gegangen. Mhm. Das Problem ist relativ einfach. Ja. Solange das Plastik, der Plastikmüll keinen reellen Wert darstellt, wird sich nie was ändern. Ja, also es ist halt so, dass wir von Plastik abhängig sind, man kann es reduzieren, aber es wird immer Plastik geben. Und es ist ja auch schon genug draußen, dass man mal wegholen müsste. Ja. Und ich war da zum Beispiel auf einer Malediveninsel, auf einer einheimischen Insel, ja, und gehe da am Strand spazieren, sehe da Plastikmüll, Plastikflaschen und fange das an zum Einsammeln. Dann ist da der Einheimische gekommen und ich habe gefragt, warum er nicht den Plastikmüll einsammelt. Ja. Und er hat zu mir gesagt, wofür? Okay. Damit schöner ausschaut und dass das Umweltproblem gelöst ist, sagt er, das Problem ist ja eh morgen gelöst. Sag ich, wie? Ja, dann kommt der nächste Wind, die nächste Welle und das Plastik ist vom Strand weg. Ja. Sag ich, nein, Moment, das ist ja von deiner Insel weg, ja, aber dann liegt es ja auf einer anderen Insel. Ja. Ja, aber es ist ja nicht mehr mein Problem, weil von meiner Insel ist es jetzt in der Sekunde weg. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich unglaublich, diese Denkweise, ja, aber das ist halt die Realität. Ja. Würde ich jetzt aber hergehen, ja, und sagen, okay, pass auf, du sammelst jetzt diese Plastikflaschen ein, ja, und bekommst pro Plastikflaschen völlig wurscht einen Betrag X, ja, irgendeine Firma kauft diesen Plastikmüll und verwertet den dann wieder zu was Sinnvolles. Und da gibt es ja genug Beispiele, wo man aus Plastikmüll T-Shirts macht oder Schuhe macht oder was auch immer. Also man kann ja dieses Plastik ja wiederverwerten und aufwerten sogar, upgraden, ja, also upcyclen. Nur das macht halt keiner, weil er ja davon selber keinen Profit hat. Ja. Und das ist halt das Problem. Genau dasselbe kann ich umlegen auf den Haischutz. Ja. Wenn ein Fisch einen Hai rausfängt, der bekommt er $50. Ja. Mhm. Würde derselbe Fischer den Hai beschützen und den Taucher rausführen, dann würde der Fischer mehrere hunderttausend Dollar in der Lebzeit dieses Hais verdienen. Ja, das sehen Sie noch nicht, aber das ist total... Genau, das ist das Problem. Das Problem ist, ja, es liegt ja alles auf der Hand, aber man sieht es selber nicht, ja, weil... vielleicht das Interesse nicht da ist, die Bildung nicht da ist, die Möglichkeiten nicht da sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, ja, dass selbst wenn man jetzt glaubt, im Kleinen, man kann nichts verändern oder nichts bewirken. Ja, man muss sich nur ein bisschen damit auseinandersetzen, damit interessieren, ja, Kleinigkeiten annehmen und darüber sprechen. Das im Umfeld erzählen. Ja, hey, ich habe das jetzt umgestellt, ich habe jetzt viel weniger Plastikmüll, das ist sensationell. Ja. Drüber sprechen, dann verbreitet sie das und dann werden sie immer mehr Leute, die da halt quasi anfangen zum Umdenken. Und nur dann, glaube ich, können wir die Kurve schaffen, dass das dann doch noch sich zum Guten wendet. Wow, Christian, mega, mega, mega danke für deine Zeit und für alles, was du machst. Ich finde das mega cool und ich freue mich voll drauf, dich dann persönlich zu sehen und mit dir zu tauchen. Also echt, ich kann es fast gar nicht erwarten. Und ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Wir bleiben sowieso. Ja, ebenso. Wahrscheinlich gibt es mal eine zweite Folge mit dir, das kann ich mir gut vorstellen, wo wir dann vielleicht sogar ein paar Bilder zeigen, was so unter Wasser los ist. Wir werden eh mal zusammen tauchen gehen, haben wir schon geredet. Gell? Genau. Ich freue mich voll drauf. Christian, danke, danke. Liebe Community, ich sage einfach, mega cool, dass ihr heute zugehört habt und ich glaube, da war so viel dabei. Nein, ich glaube das nicht, ich weiß es, ich spüre es, da war so viel dabei, dass uns einfach helfen kann, auch bestimmte Dinge wieder anders zu sehen oder auch
die mentale Stärke mal ein bisschen näher anzuschauen, die wir alle in uns tragen. Also ich sage einfach Dankeschön. Christian, hast du noch etwas, das du mit uns teilen möchtest zum Abschluss? Wie gesagt, jeder kann etwas dazu beitragen, den Planeten besser zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Und das kann wirklich jeder, und sei es nur eine Kleinigkeit. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Ein sehr lieber Freund von mir, den stelle ich dir eh auch noch vor, den Brad Robertson, ist ein australischer Tauchlehrer, der in Mallorca lebt. Und der hat eine ganz kleine Umweltschutzorganisation gegründet gehabt, vor vielen, vielen Jahren, und die haben getroffen und wir haben dann auch getaucht im Mittelmeer. Und ich sage zu ihm, du bist Australier, wieso willst du Mallorca schützen und sauber machen im Meer? Und er sagt zu mir ganz einfach, wenn jeder seinen Garten sauber hält, hätten wir weltweit kein Problem mehr. Total. Das ist, glaube ich, ein super toller. Und das hat sich so eingeprägt bei mir. Ja. Ja. Er hat gesagt, jeder muss nur sein Backyard sauber halten und wir haben kein Problem mehr. Mhm. Und mittlerweile ist es eine riesengroße Organisation geworden. Der hat das richtig gut aufgebaut, nennt sich Save the Med, also schützt das Mittelmeer. Mhm. Und kann man sich auch einmal anschauen auf der Homepage und so weiter. Die machen einen richtig guten Job. Aber dieser Satz, ja, und das sind halt so diese Kleinigkeiten. Wenn man sich das dann überlegt, dann prägt es einen und das bewirkt dann wieder sehr vieles im Großen. Ja, mega. Also ich bin einfach dankbar dafür, für alles, was du gerade geteilt hast, weil es gibt mir auch immer wieder Hoffnung, mit Menschen wie dir zu sprechen und auch diese Sichtweisen zu hören, die irgendwo wieder was Neues bringen und zugleich auch wieder bestätigen, was ich fühle. Und weil manchmal fühlt man sich schon ein bisschen so wie der Gegenstromschwimmer, fühlt man sich manchmal ein bisschen allein. Also davon kannst du wahrscheinlich Geschichten erzählen, das machen wir beim nächsten Mal. Aber ich glaube, wenn wir uns zusammentun und ein Netzwerk machen, wenn Leute, also am Anfang habe ich mich immer alleine gefühlt als Aktivistin, aber mittlerweile habe ich ein Netzwerk aufgebaut. Ich bin nie allein gewesen, ich hatte nur das Netzwerk nicht. Also Leute, baut euch ein Netzwerk auf und vernetzt euch mit Leuten, die gleich denken, ihr, die auch was tun wollen für diese Welt. Und dann werdet ihr auch gleich merken, dass ihr nicht alleine seid. Absolut nicht. Deswegen danke, Christian, für deine Arbeit. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast jetzt schon. Danke, Christian. Liebe Sonnensplende Community, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Servus. Wow.